Ja, sehr verehrte liebe Anwesende, durch wundersame Umstände habe ich nun heute Abend die Möglichkeit, Ihnen über eine sehr besondere Therapeutin, Krankenschwester des 20. Jahrhunderts zu berichten, einer Schweizer Schwester des Internationalen Roten Kreuzes, Annie Pfirter. Und möchte sie darstellen, möchte aber auch ein Buch darstellen, in dem vor, ich glaube, 3 Jahren die Texte von Annie Pfirter, die sehr überraschend nach ihrem Tod zum Vorschein gekommen sind, erstmals das Licht der Welt erblickte. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben nie den Namen von ihr gehört, aber das wird heute Abend vielleicht dennoch so sein, dass man am Ende den Eindruck hat, da ist etwas Bedeutendes geschehen, was man eigentlich wissen sollte. Und dass es jetzt sich so fügt, dass es an einem 28. April ist, fand ich auch bemerkenswert. Annie Pfirter ist an einem 19. April geboren, also einem Tag vor diesem Tag, der in Deutschland eine geheimnisvolle Aura hat, diesem 20. April. Und der 8. Mai, auf den wir zugehen, wo immer das Kriegsende bedacht wird, das war die Zeit Anfang Mai, als sie nach Bergen-Belsen kam, 1945. Sie gehörte zu einer Schweizer Ärztemission, bestehend aus 6 Ärzten, 12 Krankenschwestern, die auf besonderen Wegen, ich erzähle Ihnen nachher darüber, das Lager betraten, noch vor dem offiziellen Kriegsende. Annie Pfirter, eine junge Frau damals, die also mitten hinein in den deutschen Faschismus und seine unendlichen Opfer in ihrer Lebensbiografie geführt wurde, aber später dann weiterarbeitet in dieser Ausrichtung beim Internationalen Roten Kreuz und zu Kriseneinsätzen in vielen Zonen der Erde war, von Mogadischu bis zum Irak, in ganz vielen, ganz umkämpften Regionen als Frau, ganz ungewöhnlich zu dieser Zeit, immer alleine und außerordentlich erfolgreich. Eine verborgene Person, nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Ja, das Schweizer Rote Kreuz, das Internationale Rote Kreuz. Ita Wegmann war immer der Auffassung, dass das Rote Kreuz in der Schweiz mindestens Vorbild ist für eine andere Epoche, auf die wir zuleben müssen. Und dass die Schweiz gerade auch durch diese Einrichtung des Internationalen Roten Kreuzes etwas eigentlich in sich trägt, was Vorbildcharakter hat. Sie schrieb im Zweiten Weltkrieg einmal an ihren Mitarbeiter Alexander Leroy, der ja hier von der Stuttgarter Waldorfschule nach Arlesheim kam: Ich hoffe, dass durch eine intensive geistige Arbeit und einen intensiven geistigen Zusammenhang wir miteinander in Arlesheim doch die Kraft haben, das Unglück von der Schweiz abzuwehren und dieses Ideal, was ich in meinem Herzen trage, möglich zu machen, weil es eine Notwendigkeit sein wird für die ganze Welt, dass hier in der Schweiz eine Art Weltsanatorium entsteht und wir es als Aufgabe betrachten müssen, dass das durchgeführt wird. Wir gedenken ja dieses Jahr im Juni des 100. Geburtstages der ersten anthroposophischen Klinik Ita Wegmanns in Arlesheim. Die hat sehr klein begonnen mit 5 Patientenzimmern und 12 bis 15 Patienten. Aber das Ideal war immer ein großes. Die anthroposophische Medizin nicht als besondere komplementäre Therapierichtung, sondern als ein Impuls für die Medizin überhaupt. Und die Schweiz, ein freies Land, das merkwürdigerweise es geschafft hat, sich aus 2 Weltkriegen herauszuhalten und einen starken Individualitätsimpuls in sich trug. Und aus gewissen Gründen auch die Heimatstätte desjenigen wurde, was, wie Sie wissen, Ita Wegmann, das Wichtigste war, die Anthroposophie und das Goethe-Ahnen. Und daneben ihre Klinik. Aber das Ganze eben nicht nur als eine Sonderklinik für spezielle Patienten, sondern von Ita Wegmann immer gedacht als ein kosmopolitischer Impuls für eine andere Medizin, für eine weitere Medizin, eine erweiterte Medizin, eine um Spiritualität und Geistigkeit wissende, aus ihr heraus handelnde Medizin und vor allem Humanmedizin, ganz menschlich in der Beziehung. Und diese Annie Pfirter, die Ita Wegmann nicht mehr erlebt hat, hat es als bisher mir einzig bekannte Anthroposophin und Krankenschwester geschafft,
gewissermaßen beim Internationalen Roten Kreuz ganz oben zu arbeiten und von ihrem Schicksal mitten hineingeführt zu werden in das Elend des Elends. Von uns war ja niemand in Bergen-Belsen, nehme ich an, aber was man dort erleben konnte im Mai 1945, das vergaß man nie mehr. Und so meine ich, dass neben dem ganz individuell Besonderen von Anni Pfirte, wovon Sie jetzt etwas hören werden, biografisch, wenn Sie so wollen, da auch noch mehr darin ist, nämlich die Frage, wie hat eigentlich Anthroposophie eine Aufgabe wahrzunehmen in der Not der Zeit? Anthroposophie als ein Organ, eigentlich die Zeit tiefer wahrzunehmen, ohne alle Arroganz. Und das Leben wird ja eher schwerer, wenn man in die Tiefe der Zeit blickt. Aber nicht nur das Leben zu kommentieren, sondern einzudringen, dorthin zu gehen, wo die Not am größten ist. Und dann aber auch etwas hinzutragen, beizutragen. Wir hatten einmal in Bergen-Belsen eine Konferenz gestaltet, der Opfer gedacht des Konzentrationslagers. Es war auch mein Freund aus Auschwitz gekommen, Krzysztof Antonczyk, der Leiter des digitalen Archivs. Es war eine Initiative der Anthroposophischen Gesellschaft in Göttingen gewesen, Herr und Frau Göbel. Und da habe ich zum ersten Mal über Anni Pfirte gesprochen, in Bergen-Belsen selber, an dem Ort, den sie da betreten hat, im Mai 1945. Und das war so ein starkes Erlebnis für alle, die teilgenommen haben, denn da konnte man erleben, irgendwo gehört auch Anthroposophie genau dorthin, nicht nur in unsere schönen Seele und unsere Studiengemeinschaften, sondern von dort ausgehend dorthin, ja eben, wo die Not am größten ist. Und das hat sie, Anni Pfirte, in einer ganz besonderen Weise geleistet in diesem Leben. Als ein Mensch, der schon als junges Mädchen die Sehnsucht hatte, aufzubrechen. Meinen Lebenslauf, schrieb sie einmal, kann ich in Kürze zusammenfassen. Er passt ganz in unsere Zeit hinein und entspricht einem Wunsch aus meiner Jugendzeit. Da versuchte ich, circa 9 bis 10 Jahre alt, während dem Fallen einer Sternschnuppe, dem Stern meinen Wunsch darzubringen. Ich wünschte mir ein interessantes Leben. Es durfte schwer sein, nur nie langweilig, und sollte die Möglichkeit geben, viel von der Welt und an Menschen kennenzulernen, gleichzeitig aber mich nützlich einzugliedern. Mitte der Kindheit, 9. Lebensjahr. Und das hat sie dann auch so geführt, dieses Leben. Nun möchte ich Ihnen etwas berichten aus diesem Leben, aber immer in mir auch dieser große Horizont und auch die Fragerichtung, was ist die Aufgabe der Anthroposophie in der Gegenwart und in der Zukunft? Und ist da nicht etwas Urbildliches auch sichtbar werdend? Und dann werde ich in der Darstellung immer wieder auch Texte von Anni Pfirte lesen. Und das Besondere an diesen Texten, ich habe es kurz angedeutet, dass sie eigentlich zu Lebzeiten wahrscheinlich niemand kannte, vielleicht die Freundin von Anni Pfirte, Dr. Madeleine van Deventer. Aber schon Gudrune Wolf-Hoffmann, die Ärztin, Anni Pfirtes, die sie auch begleitet hat über die Schwelle des Todes und später den Nachruf geschrieben hat und die Kremationsansprache gehalten hat. Sie wusste nichts von dieser Seite von Anni Pfirte. Und als sie den Nachruf veröffentlichte in der Wochenschrift Das Götter an und brauchte sie ein Foto und schrieb der Familie, es lebte noch ein Bruder. Und der Bruder hat dann nicht nur ein Foto geschickt, sondern Texte von Anni. Und das war für Gudrune Wolf-Hoffmann, wie sie mir selber erzählte, unfassbar. Man kannte doch Schwester Anni Pfirte, aber diese fast mystisch zu nennende, tief spirituelle Innenseite, die diesen Texten und den Erlebnissen, die in diesen Texten ausgedrückt sind, zum Vorschein kam, die kannte niemand. Vielleicht Madeleine van Deventer. Und jetzt später kamen die Texte dann zu mir über Gudrune Wolf-Hoffmann, zum Ita-Wegmann-Archiv vielmehr. Und sie sagte mir damals, eines Tages sollte man die vielleicht herausgeben. Und vor 3 Jahren hatte ich den Eindruck, es ist an der Zeit. Das Buch heißt Die Überlebenden von Bergen-Belsen, Anni Pfirte und das Internationale Rote Kreuz. Und das ist eine Art Kurzbiografie, aber dann kommen diese Texte, aus denen ich immer wieder heute auch ein bisschen vorlesen möchte. Und Sie werden dann im Zuhören verstehen,
Warum einerseits Frau Wolf-Hoffmann sagte, irgendwann kommt die Zeit, aber Vorsicht, das ist auch ein zu schützendes Gut. Dennoch habe ich es getan und habe es auch dem Präsidenten des Roten Kreuzes geschickt, auf Bitte eines Lesers. Ich hätte es selber nicht gemacht. Und es ist schon bemerkenswert, auch für das Rote Kreuz und das internationale Rote Kreuz, wer da eigentlich tätig war und mit was für einer tiefen, mystischen Innenseite, so leistungsfähig im Exoterischen und zugleich auch eine verborgene Annie Pfirter. Über die Rosenkreuzer, sagte Rudolf Steiner, das wissen die meisten von Ihnen, sie wären ganz verborgene Menschen gewesen. Im äußeren Leben vielleicht Arzt oder Pharmazeut oder was ganz anderes, aber diese innere Wissenschaft, diese Wissenschaft der Seele, darüber sprachen sie nicht. Bei Annie Pfirter ist das keine Wissenschaft, aber es ist tiefe und klare Spiritualität. Und das trug sie in sich. Aus ihr heraus war sie, glaube ich, so handlungsfähig im Äußeren, aber es blieb im Geheimzustand, selbst für die Arlesheimer. Und das Buch war insofern eine große Überraschung vor 3 Jahren. Ja, ihr Leben, 1911 geboren, Pratteln, das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Basel. Es war vor Osterzeit, ich sagte 19. April. Und das war das älteste von 3 Kindern, Anna Clara Pfirter. Eine schöne, wohlbehütete Kindheit, sehr glücklich. Natürlich wie jedes tiefe Kind und alle Kinder sind tief in der Seele, auch mit wirklichen Fragen und Sorgen. Sie schrieb einmal, ein Prosatext, Lebenslauf, Legende. Und da beschrieb sie, wie dieses Kind, das sie selber war, darunter gelitten hätte, die Sprache der Bäume und der Tiere nicht zu verstehen. Einer Krankenschwester erzählte sie auch mal, es wäre schwer gewesen für sie, ein Mädchen zu sein. Und zwar nur deswegen, weil man dann gehindert würde, in die Welt hinauszuziehen. Ida Wegmann hat schon gezeigt, es geht doch, obwohl sie 1876 geboren war. Annie Pfirter, eine Generation später, sie hat gezeigt, es geht doch, aber wir alle wissen, wie schwer es damals noch war. Bemerkenswert, dass dieses Kind aus keinem anthroposophischen Elternhaus doch diesen berühmtesten Bau der Gegend sehen durfte, das Doppelkuppelholz Götterahnum. Da war sie im November 1922 zum ersten Mal darin, mit 11 Jahren, 2 Jahre nach der Eröffnung. Und sie beschrieb dieser farbendurchflutete Kuppelraum. Sie sagt, das war für mich ein Tempel. Eigentlich ein Tempel, wie ich ihn mir geträumt hatte und den ich nun mit eigenen Augen sah. Und sie sagte auch, ich habe den Mann dort gesehen, diesen Rudolf Steiner. Ich wusste, das ist der Erbauer des Tempels. Da war sie sicher, ob es wirklich war, aber mit dieser Diktion sagte sie, er war es. Und 2 Monate später sieht sie den Rauch, den Brandrauch des Götterahnung, den sah man in der ganzen Basler Umgebung, weithin, die Brandzerstörung. Und sie waren auf einem erhöhten Ort, sie sah nicht nur den Rauch, sie sah das Feuer auf einem Hügel bei Pratteln. 1 Jahr später schlägt das Feuer, wenn Sie so wollen, in diese Familie ein, nur an, dass die Mutter stirbt, ganz akut und ganz plötzlich. Und 3 kleine Kinder, sie war die Älteste, sagte ich, sie war 12. Und der Bruder Leo, der später die Texte an Frau Wolf-Hoffmann schickte, war 2. Und der Hans war gerade mal 9. Vor Schreck und Schmerz gelähmt, die Familie. Und da beginnt ein Thema für Annie Pfirter. Das ist die Frage nach dem Wesen des Todes. Das hat sie immer bewegt, nach dem Tod der Mutter. Was ist das für eine Wesenheit, dieser Tod? Hat mir geraubt der Tod die Mutter? So soll er Antwort geben mir, wohin er sie geführt. Und wissen will ich, wer er selber ist. So sprach ich in tiefem Ernst, so sprach das halb erwachte Kind und fing zu suchen an den Tod.
so in dieser Lebenslauflegende beschrieben. Sie studiert geradezu den Tod, aber sie findet ihn nicht. Sie sagte, was ich fand, war die verschiedenen Formen des Todes. In der Pflanzenwelt, in der Tierwelt. Aber sie war von der Überzeugung durchdrungen, das ist die Erscheinungsform des Todes. Aber das ist nicht das Wesen. Und in der Schule lernt sie dann, was gewissermaßen naturwissenschaftlich zu sagen ist, über Abbauprozesse. Sie sagte, man zerlegte den Tod in einzelne Prozesse, aber die Gestalt des Todes blieb verborgen und verhüllt. Das ist eine ganz große Frage für dieses Kind, für diese Jugendliche. Das bleibt so, die Schulzeit, die Realschulzeit. Und dann versucht sie weiter den Kreis in die Welt zu kommen, erstmal Sprachen zu lernen. Sie ist in Italien als eine Art Au-pair-Aufgabe, einfach um die Sprache zu lernen bei einer Familie. Und dann beginnt die Krankenschwesternausbildung in Bern, im Lindenhof, ein guter Ort, Rotes Kreuz, da ist sie sehr, sehr gerne, weil sie den Eindruck hat, durch diesen Beruf kommt man in die Welt. Die Medizin, die Pflege, ich rechne das jetzt mal zusammen, denn im Grunde gehörte die Pflege immer zur Medizin. Das kann man medizingeschichtlich sehr, sehr schön zeigen, nicht? Dass die Pflege eigentlich zur Medizin gehört. Das ist in den Begriff eingeschlossen. Sie ist essentiell und existenziell. Das wissen alle Patienten und hoffentlich irgendwann auch mal wieder, ich möchte mal so sagen, die Organisation des Krankenhauswesens in Deutschland. Sie wissen, wie die Pflege wegrationalisiert wurde, wie viel Elend geschaffen wurde durch die Durchökonomisierung des Gesundheitswesens und die Industrialisierung des Gesundheitswesens in den letzten 30 Jahrzehnten, drei Jahrzehnten, seit den 80er Jahren, ein Zerstörungsprozess der Medizin, unaufhaltsam bis heute. Und in dem letzten Jahr war manchmal etwas zu lesen, dass es ja auch ein Problem ist, wie es in den Krankenhäusern und in den Altenheimen aussieht, aber dass das Endergebnis einer materialistischen Industrialisierung der Medizin ist. Darüber wird immer noch sehr, sehr wenig gesprochen. Also sie geht den Weg in die Medizin, in die Pflege hinein als eine Türöffnung. Erst einmal privat zur Welt, aber eben sie will auch nützlich sein. Und sie sucht das Wesen des Todes. Auf seinem Wege der Pflege von Kranken und Armen begleitete ihn, den Wanderer, die verhüllte Gestalt des Todes. Wie durch Risse in seinem Gewand ließ er ihn langsam ahnen seine wahre Gestalt. Er legte einen Schimmer seines Wesens auf das Antlitz eines Entschlafenen. So schreibt sie in dieser Legende von sich als einem Wanderer. Ein Schimmer des Wesens des Todes auf dem Antlitz des Entschlafenen. Also die Medizin und das Wesen des Todes. Und richtig weiter kommt sie dann bei einem Spaziergang, hat sie beschrieben. Sie ist 21 Jahre alt, Ich-Geburt, wenn man so möchte. Es ist Herbstzeit, Michaeli-Zeit. Sie wandert in einem Wald umher. Und da hat sie plötzlich ein sinnlich-übersinnliches Erlebnis in dieser Naturstimmung. Und ihr wird plötzlich deutlich, das Tor, der Tod ist ein Tor. Es gehört zum Wesen des Todes, Tor zu sein, zwischen Himmel und Erde. Und auch die Geburt ist ein Tor. Es schlagen die Flügel, so heißt es in einem Gedicht von Paul Celan, Assisi, wir hören sie schlagen. Die Tür, der Angel der Tür geht auf und zu und auf. Ein ganz neues inneres Erlebnis. Das Ich geht durch die Geburt ins Leben und durch den Tod hinaus. Sie sind Tore auf dem Entwicklungsweg der Seele. Aber das jetzt nicht in einem Buch über Reinkarnation gelesen, überhaupt nicht gelesen, sondern in einer Naturstimmung plötzlich wie als Inspiration ist es da. Und sie schreibt, ein Jubel ohnegleichen erfasste die kleine Seele und Schwingen fühlte sie wachsen. Das war so ein Moment ihrer Biografie in einer meditativen Naturstimmung, sagte ich. Das kann man im Einzelnen nachlesen. Interessant auch, dass sie ab diesem Moment
den Todestag ihrer Mutter, 23. November, als einen Festtag begeht. Ab dann Feiertag, festlich, denn das ist der Weg der Mutter hinaus gewesen in die Welt des Geistes. Das war so ein Nebenerlebnis, aber ein wichtiges auf diesem Weg, auch in die Medizin. Der Zweite Weltkrieg bricht aus und sie ist erst einmal tätig in der Schweiz, in einer chirurgischen Ambulanz, aber dann durch den Krieg hinaus. Und insgesamt ist sie bei 3 Ärztemissionen des Schweizer Roten Kreuzes beteiligt. Zuerst nach Finnland, tiefe Erlebnisse, die auch teilweise dann literarisch gefasst wurden später. Dann wieder zurück, eine Zeit lang im Engadin gearbeitet, bei Operationen assistiert, Operationsschwester. Und dann wiederum, diesmal nach Russland, die Nähe von Smolensk, furchtbare Zustände in diesem Lazarett, im Kriegsgefangenenlager. Auch darüber schreibt sie später, reist auch mit Madeleine van Deventer nochmal hin, bis nach Stalingrad, ist aber auch tief berührt von Russland, der Landschaft, der Seelenwelt, den Menschen. Dann wieder die Schweiz und dann zum dritten Mal ausgerückt. Aber davor war noch eine Zäsur. Darüber ist wenig bekannt, aber aus diesem Text, glaube ich, geht das Wichtigste hervor, den ich gleich teilweise vorlesen möchte, den man im Nachlass fand, wie gesagt. Eine schwere innere seelische Krise. Der Text ist überschrieben mit "Am Abgrund" und es scheint sich um eine Freundschaftskrise gehandelt zu haben. Und das geht bis hin zu ihrem Herbstthema, wie ich gerade hörte, bis zu einer suizidalen Gestimmtheit, aber nicht zu einer Tat. Es war Herbst 1944 und sie scheint in einer wirklich sehr, sehr abgrundnahen Verfassung durch Basel gelaufen zu sein. Ich lese Ihnen aus diesem Text vor. Nicht nur die Freundschaft war endgültig zerbrochen, auch durch mich ging ein Riss. Ich hatte das Gefühl, gestorben zu sein. Nur wie von außen sah ich das Wesen, welches noch meinen Namen trug. Planlos irrte es durch die Straßen. Die anderen Menschen würden es mit mir identifizieren, weil sie nicht wussten, dass ich nichts mit ihm zu tun hatte. Dass ich nichts mehr mit ihm zu tun hatte. Wahrscheinlich würde es noch eine Weile meine äußeren Gewohnheiten beibehalten und so tun, als ob ich es wäre. Vielleicht würde es sich ganz gut aufführen, aber es könnte auch schlimme Taten verwirklichen, für die man mich verantwortlich halten würde. Ja, wie sollte es auch Gut und Böse voneinander unterscheiden können, nun, da ich es verlassen hatte. Im Grunde war sein Dasein eine Lüge. Es war höchst gefährlich, dieses leere Wesen hier zu lassen. Das Beste wäre wohl, es aus der Welt zu schaffen, es zu vernichten. Ich beschloss, es in die Berge zu führen, an einen Abgrund zu stellen und ihm dann von hinten einen Stoß zu geben, dass es tödlich abstürzen würde. Dann kommen im Text so 2 horizontale Striche. Dann steht da Amnesie von circa 2 Stunden, also ein sich nicht daran mehr erinnern können im Rückblick. Dann kommen wieder solche Striche und dann steht, warum gehst du durch dieses Erlebnis? Was will es von dir? Mit Blitzgewalt trafen mich die beiden Fragen, Schlag auf Schlag, bis in den Körper hinein schmerzhaft. Sie rissen mich aus dem Schockzustand heraus. Ich erwachte zu mir selbst. Ich stand ein paar Schritte hinter dem Straßburger Denkmal. Die Bahnhofsuhr zeigte 7 Minuten abends. Menschen hasteten an mir vorbei zum Bahnhof und auch von dort her kommend gingen viele an mir vorbei. Ich sah sie wie in einem abrollenden Film. Auf einmal aber gewahrte ich, dass sie alle ein unsichtbares Gepäckstück mit sich trugen. Sie wussten es aber selber nicht, obwohl es ganz individuell verschieden war, was sie da unter dem Arm trugen,
auf der Schulter oder auch mühsam nachschleppten, plötzlich ging's mir auf, das war ja ihr ganz persönliches, gegenwärtiges und zukünftiges Schicksal, mit dem sie beladen waren, die einen leichter, andere schwerer. Eine ganze Weile war ich in großes Staunen versunken, in das Vorbeiziehen von Menschen mit ihren Schicksalen. Endlich ging mir die Erkenntnis auf, dass auch meine jüngsten Erlebnisse mit eben meinem eigenen Schicksal zusammenhängen. Und dieses Erlebnis wollte etwas von mir. Was? Eine Antwort? Kann man die finden? Wie? Wo? Ich kam mir selber vor wie ein großes Fragezeichen. Ein Erinnerungsfunke leuchtete dann in mir auf. Die Antworten auf deine Fragen, du bist ihnen bereits einmal begegnet, aber du stelltest keine Fragen und deshalb hast du sie nicht erkannt. Jetzt gab es nur eines für mich zu tun, die Antworten wiederzufinden. Da ging ich ins nächste Hotel, trank einen Kaffee und nahm mir ein Zimmer. Da setzte ich mich auf den Tisch, an den Tisch, und fing an, ganz systematisch mein Gedächtnis abzusuchen. Nach etwa 5-stündigem, konzentriertem Rückblick tauchte ein formloser blauer Gegenstand im Bild vor mir auf. Allmählich etwas näher kommend, nahm er die Konturen eines Buches mit einem Golddruck an. Lange, lange musste ich warten, bis die Buchstaben auf dem Einband deutlich genug waren, um die Schrift entziffern zu können. Endlich las ich die Geheimwissenschaft im Umriss und darüber der Name Rudolf Steiners. Jetzt erinnerte ich mich auch an die näheren Umstände. Eine Freundin hatte mir das Buch an die Hand gegeben. Es mochte vor 3 Jahren gewesen sein. Ich hatte darin geblättert, ein paar Sätze gelesen und es ihr wieder zurückgegeben mit der Bemerkung, dass ich diese fantastischen Beschreibungen und Angaben nicht verstehen könne. Und nun, mitten in der Nacht, wusste ich mit absoluter Sicherheit, dass der Inhalt dieses Buches der Wirklichkeit entsprach und dass ich nur durch das Studium der Anthroposophie meinen weiteren Weg und die Antwort auf meine Fragen finden würde. Der Text geht noch weiter. Aber nur das, ich nehme an, dass niemand von Ihnen so zur Anthroposophie gefunden hat, durch eine 5-stündige Rückschau, wo man sich an irgendetwas erinnern wieder muss, was doch einmal schon angepocht hat. So ein Mensch war offensichtlich Anni Pförtl. Wenn man nicht die totale Integrität ihres Wesens auch moralisch kennen würde, hätte man mit so einem Text sicher Zweifel an seiner Authentizität. So eine gibt es ja schöne Geschichten, auch sonst in der Literatur von Gustav Meyring bis. Aber das ist Autobiografie. Sie war wirklich sehr erstaunlich. Damit begann ihr Studium der Anthroposophie, denn sie fuhr zurück nach Bern und besorgte sich ein Buch, aber nicht das, sondern ein Schulungsbuch, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Und sie hat aber auch das Gefühl, ich brauche Hilfe und Lehrer. Ich kann mich ja irren in der Rezeption und sie guckt, wo sind die Experten für Anthroposophie und sie findet 2 Zweige in Bern und entscheidet sich für den Johanneszweig, weil der ihr viel bedeutet, der Johannes, der Evangelist, und meldet sich dort an für einen Einführungskurs und so begann ihr lebenslanges Studium der Anthroposophie. Am Abgrund, Herbst 1944, und diese merkwürdige, sinnlich-übersinnliche Weise des Erlebens, schon allein die suizidale Stimmung so bildhaft erlebt, dann aber auch dieses Aufwachen und dann auch Anni Pförtl, Hotelzimmer nehmen, Kaffee trinken, Rückschau machen. Sehr pragmatisch, wenn Sie so wollen, sehr handlungsfähig, bis man es gefunden hat. Und dann begann das Studium. Und so kam sie nach Bergen-Belsen. Nicht deswegen, aber da liegen nur ein halbes Jahr dazwischen. Aber dieses halbe Jahr zwischen Michaeli 44 und Ostern 45 war wichtig in dieser Biografie und sicher auch sehr, sehr wichtig für das, was sie in Bergen-Belsen sah
und wie sie in Bergen-Belsen handeln musste. Ich sagte Ihnen schon, es war eine Ärztekommission, 6 Ärzte, 12 Schwestern, und die gingen eigentlich zuerst in die Niederlande und dann sind sie von dort mit den englischen Truppen vorgerückt nach Deutschland. Und das Merkwürdige an Bergen-Belsen war ja, dass die SS das Lager räumte, ehe der Krieg ganz verloren war. Am 13. April geht die SS raus, wegen dem Gelbfieber, was grassierte im Lager. Und sie hatten Angst, sich anzustecken. Und deswegen haben sie auch nicht deportiert. Sie wissen, die kennen die ganzen Märsche, die Evakuierungsmärsche, weil man die Gefangenen nicht der russischen oder englischen Armee überlassen wollte und natürlich seine Verbrechen auch nicht offenbaren wollte. Aber da sind sie nur verschwunden aus Angst. Haben aber eine Art formelle Übergabe, sind nicht nur abgehauen, sondern es gab wie so eine Art Vertrag mit der britischen Armee, ein Waffenstillstandsabkommen, 12. April. Und dann sind die hereingekommen. Und was die dort erlebt haben, das haben vielleicht viele von Ihnen mal nachvollzogen. Da gibt es Fotobücher, denn die hatten Fotografen dabei und es lebten noch 60.000 Menschen zwischen den Leichen in Bergen-Belsen. Es waren Zustände vielleicht in ihrer Grausamkeit viel offensichtlicher noch als bei vielen anderen Lagern, denn in Bergen-Belsen war die letzten Wochen alle Nahrung ausgegangen. Und Anni Pfirter und die Schweizer Ärztekommission kommt ungefähr um den 2. Mai, also 2 Wochen später. Und da haben die englische Armee schon begonnen, die Überlebenden zu bergen und zu versuchen, sie irgendwie zu pflegen. Was natürlich unglaublich schwer war, denn inmitten der Leichen, also es begannen die Massenbestattungen und zugleich war klar, man muss die kranken, ausgezehrten Menschen irgendwie rausbringen aus diesem morastigen Lager. Und infiziert alles und ein Elend. Und dann beginnen aber die ersten Bemühungen, improvisiertes Lazarett und dann später ein Truppenübungsplatz der deutschen Wehrmacht wird entdeckt und in einen Kasernenkomplex. Und da ist Anni Pfirter dann sehr schnell eine der Frauen, die nicht nur da hilft, sondern die Leitung hat für einen sehr großen Bereich. Und das ist in ihrem Bericht eindrucksvoll nachzulesen. Sie hat erst 1963 beim Schweizer Roten Kreuz das publiziert, die Überlebenden von Bergen-Belsen, und beschreibt inniglich die Begegnung mit diesen Menschen dort, diesen Überlebenden. Das bitte ich irgendwann mal nachzulesen. Es ist aber nichts Vernichtendes, dass Sie das nicht falsch verstehen. Das ist etwas tief Eindrucksvolles, denn was sie vorfindet, sind ja nicht nur kranke Menschen, abgezehrte Menschen, sondern auch tiefst verstörte Menschen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in dieser Atmosphäre zwischen den Leichen mit einer Mischung aus Kannibalismus und völlig absurden Situationen vielleicht die letzten Wochen gelebt haben, anders als Anne und Margot Frank es geschafft hatten. Die sind ja wahrscheinlich Ende März gestorben, Anfang April, beide Frank-Töchter, 2 Wochen bevor die Engländer kamen. Aber sie waren vollkommen verstört. Und Anni Pfirter, eine kleine Passage lese ich Ihnen doch, schreibt, nur um so einen Eindruck zu bekommen, die Atmosphäre in unserem Spitaldorf war so völlig verschieden von allem, was wir je zuvor erlebt hatten, dass wir uns manchmal wie auf einem anderen Planeten versetzt vorkamen. Alle Gewohnheiten, alle mitgebrachten Begriffe und Vorstellungen von Ordnung, Reinlichkeit, Moral, Menschentum, überhaupt mussten wir fallen lassen, wenn wir auch nur den Versuch unternehmen wollten, uns in das Wesen und den Zustand unserer Schützlinge zu versetzen und sie zu verstehen. Es gab für uns keine Norm mehr, nachdem wir uns hätten richten können, keinen Punkt, von dem man aus die Lage übersehen konnte. Auch reichte keine Fantasie aus, um uns die Erlebnisse unserer Schutzbefohlenen in den Lagern auszumalen. Obwohl wir ständig die unglaublichsten Überraschungen erlebten, über die man eigentlich kaum sprechen kann,
fiel es niemanden ein, diese Menschen als Geisteskranke zu bezeichnen. Sie waren es auch nicht im medizinischen Sinne des Wortes, obwohl ihre Zustände vorübergehend als abnorm gelten mussten. Viele Kranke lagen in tiefster Apathie auf ihren Strohsäcken, entstellt durch völlige Abmagerung und übermäßige Ödeme. Kein Wort, kein Ton und kein Blick schien ihre Seele zu erreichen. Mit weit aufgerissenen Augen starrten sie ins Leere, oft mit fratzenhaft verzogenem Gesicht, als sehen sie Gespenster. Sie erfassten weder ihre neue Umgebung noch unsere Gegenwart. Wir fanden den Weg zu ihnen lange nicht und erfuhren weder ihren Namen noch ihre Herkunft und Sprache. Eine etwa 35-Jährige war ein solches Sorgenkind. Eines Tages, als sie teilnahmslos ihre Suppe löffelte, fiel ihr der Löffel an zu Boden. Die Schwester hob ihn auf, wischte ihn ab und brachte ihn der Frau zurück. Diese vergaß das Weiteressen. Mit vor Verwunderung offenem Mund staunte sie die Schwester unverwandt an. Als sie sich später unbemerkt glaubte, ließ sie den Löffel bewusst nochmal fallen. Wieder hob ihn die Schwester auf und brachte ihn ihr gereinigt zurück. Da brach es wie ein Licht aus den scheinbar erloschenen Augen und ganz verklärt stammelte die Frau: Schwester bückt sich für mich. Die Schwester fragte eine ihrer Patientinnen nach Namen und Herkunft. Ein verständnisloser Blick antwortete ihr: Wollen Sie mir nicht Ihren Namen sagen und aus welchem Land Sie kommen? Fragte die Schwester noch einmal. Erschrocken schreifte die junge Frau den linken Ärmel zurück, wies auf die KZ-Nummer und stammelte: Keinen Namen, nur Nummer, kein Land, nur Jüdin, weißt du, wie Hund. Vergeblich versuchte die Schwester, das Gedächtnis der Kranken zu wecken. Plötzlich schaute die Frau sie lange an und mit einem aus tiefstem Herzen kommenden Seufzer sprach sie: O, ich möchte sein wie du, auch Mensch. Ein Abgrund tat sich vor der Schwester auf und es war ihr, als blickte sie aus den Augen dieser einzelnen, unzähligen Namenlose an, die nicht mehr an ihr Menschentum zu glauben vermochten. Sie umarmte die Kranke, versuchte ihre Erinnerung auf ihre Kindheit zu lenken, sprach ihr von Ball und Puppenspiel und fragte dann ganz unvermittelt: Und wenn dich deine Mutter suchte, wie rief sie dich? Myriam. Über sich selbst erstaunt begann Myriam nun zu erzählen, von ihrer frohen Jugend in Warschau bis zu den letzten schweren Jahren. So ein Bericht und noch vieles andere ist in ihm. Sie ist 2 Jahre lang in Bergen-Belsen, diese Ärztemission. 2 Jahre lang und dann in Deutschland bleiben. Sie ist nicht 2 Jahre in Bergen-Belsen, 2 Jahre in Deutschland, erst in Bergen-Belsen und dann bleibt sie in Deutschland für die vielen Displaced Persons. Sie wissen vielleicht, wie viele Menschen damals in Deutschland sich verirrt hatten, Heimatlose waren, aus irgendwelchen Ländern, insgesamt 11 Millionen Displaced Persons hatte Deutschland damals. Und sie organisiert und sie hilft und sie setzt sich so segensreich ein, dass man ihr den Titel eines Oberstleutnants der britischen Armee gibt und das Angebot des kanadischen Roten Kreuzes mit einem Stipendium Medizin in Kanada zu studieren. Aber sie sagt, ich bin Krankenschwester und ich bleibe Krankenschwester und ich gehe in die Schweiz zurück. 2 Jahre lang, Displaced Person und durch Bergen-Belsen hindurch. Und zuvor diese Krise und die Frage nach dem Wesen des Menschen und immer auch die Frage nach dem Wesen des Todes. Was für eine Biografie einer Krankenschwester. Als sie zurückkommt, ist sie 36 Jahre alt und krank. Wie so oft, wenn man so etwas hinter sich hat, wird man selber krank. Nicht nur eine schwere Hepatitis, sondern im Grunde kann sie nicht mehr. Sie hat alle Kräfte hineingegeben dort und da ist eigentlich nichts mehr zurückgeblieben. Sie ist auch nie mehr ganz gesund geworden, Anni Pfirter. Und nun kommen viele Schwellenerlebnisse, die in diesem Buch beschrieben sind, bei Operationen, aber auch in der Begleitung des sterbenden Vaters.
aber auch bei Narkosen. Es ist erstaunlich, was für ein Reichtum des inneren Erlebens in diesen Situationen. Und eine ihrer Ärztinnen, die sie aufsucht, ist eine anthroposophische Ärztin, Madeleine van Deventer. Sie fängt sich langsam unter dieser anthroposophischen Therapie, geht nochmal durch einiges hindurch, ein Erlebnis des Ertrinkens beispielsweise, das sie auch beschreibt, aber dann ist sie soweit. Und sie geht zu einer Fachhochschule und studiert noch Sozialhygiene in Lausanne und steht vor größeren Aufgaben. Ihr wird einiges angeboten in Schweizer Kliniken, Oberschwester- oder Schwesterausbildung, aber auch ein Angebot vom Internationalen Roten Kreuz, dort auf hoher Ebene tätig zu werden und die Leitung zu übernehmen von zwei Sektionen, die heißen dort auch Sektionen, Section pour le personnel sanitaire und Section pour les invalides de guerre. Sie fühlt sich eigentlich sehr, sehr überfordert mit dieser Aufgabe und zugleich spürt sie doch, dass es sie anzunehmen hat. Darüber schrieb sie später: Verstandesmäßig musste ich mir sagen, dass ich nicht genügend vorbereitet sei für den Posten, den man mir anbot. Sollte ich überhaupt die Möglichkeiten zu solcher Verantwortung zu übernehmen? Im Inneren, das ist ein etwas schwer lesbarer Text, Entschuldigung, im Inneren fühlte ich so etwas wie einen Kampf, der mir anzeigte, dass diese Aufgabe zu mir gehörte und eben auf meinem Weg liege. Was tun? Ich nahm mir 3 Tage Zeit zu überlegen. Am Abend des 2. Tages meditierte ich das Pauluswort. Nicht ich, sondern der Christus in mir. Darauf schlief ich ein und hatte den folgenden Traum. Ich lag in einem kleinen Boot, das der Mündung eines großen Flusses entgegenfuhr. Schon schmeckte die Luft salzig und bald hörte ich auch das Anschlagen der Wellen am Ufer. Meine Talfahrt war ohne allzu große Schwierigkeiten abgelaufen. Die Strömung trug mich dahin, dem Meere zu. Tief erschrocken entdeckte ich plötzlich, dass das Boot kein Steuer besaß und auch die Ruder fehlten. Bald würde es Spielball von Wind und Wellen werden. Wie sollte ich's ans Ufer bringen oder ihm überhaupt eine Richtung geben? Da rief eine kräftige Stimme mir zu: Statt Ruder sei wach, statt Steuer sei wahr. In diesem Augenblick schoss das Boot mit mir über die Brandung aufs offene Meer zu, der Sonne entgegen. Am nächsten Morgen hatte ich meine Zusage für den Posten im Internationalen Roten Kreuz gegeben. Statt Ruder sei wach, statt Steuer sei wahr. Könnte auch sagen, auch Losungsworte für das 20. Jahrhundert. Und so begann eigentlich ihre Arbeit in diesen Krisenregionen der Welt, wo sie nicht als Krankenschwester tätig war, sondern als Organisatorin, tief durchdrungen von diesem Ideal der Genfer Konvention, der ganzen Geschichte von Henri Dunant und dem Roten Kreuz, die sie vorbildlich sah für eine neue Menschheit. Sie wissen wahrscheinlich, dass diese Genfer Konvention ja vorgesehen hatte, dass inmitten des Krieges sowohl die Verwundeten als auch die Helfer durch ein Rotes Kreuz ausgezeichnet, gewissermaßen herausgenommen sind aus der Schlacht. Dass man diesen Menschen, die da dieses Rote Kreuz trugen, total Vertrauen schenken musste, dass sie eben nicht im Krieg sind. Es wurde eine Zone geschaffen, wo die Gesetze des Krieges nicht galten. Und das war für Annie Pfirter etwas, wo sie immer sagte, was ich da erlebe, ist eine zukünftige Menschheit. In Gestalt der Medizin oder im Bereich der Medizin deutet sich etwas an von dem, wo die Gesellschaft hin muss.
aber jetzt nicht als medikalisierte Gesellschaft, nicht als biomedizinische Gesellschaft, sondern durch ein anderes Verständnis von Krankheit und Therapie und Heilung. Das könnte zu einem Modell werden für die Gesundung überhaupt, auch der Gesellschaft. Auch der Begriff des Vertrauens, dass man diesen Menschen vertraut, die da tätig waren. Und sie sagte immer, deswegen ist das Rote Kreuz für mich ein Vorbild, ist ein Symbol, ein Wahrbild für etwas, was überhaupt anbrechen muss. Es war nicht leicht auf diesen Einsätzen im Irak und in Vietnam und in Ägypten. Und wie gesagt, das war eigentlich keine Frauentätigkeit gewesen bis dahin, aber sie stand immer dort und bewältigte das. Nach einem Bericht von Gudrune Wolf-Hoffmann, den ich allerdings nicht dokumentarisch validieren konnte, hat sie auch in Mogadischu mit den Flugzeugentführern gesprochen. Es ist aber vielleicht gut möglich, denn über all das war Stillschweigen. Das wurde auch in dieser Weise nicht dokumentiert. Eine ungeheure Furchtlosigkeit und ich sagte, wie eine verborgene Individualität. Von außen, ja, eine unscheinbare Schweizer Krankenschwester, der man überhaupt nicht ansah, was sie in sich trug. Und dennoch wurde sie ausgesandt zu diesen Einsätzen und bewirkte etwas. Sie hat darüber eigentlich nichts erzählt, auch nicht in Arlesheim, weil da galt Schweigegebot. Und das gehört ja tatsächlich zu den Dingen, die man verwirklichen kann im Leben, dass man darüber dann auch nicht so spricht. Und renommieren war nie ihre Sache. Und die ganze Tätigkeit war immer getragen von diesem Vertrauen in die Begegnung, in die Beziehung, in das Gespräch, in das Du, wer auch immer es sei, vielleicht schon gar selbst der Flugzeugentführer. Im Interesse für den Einzelnen, schreibt sie, und im Einfühlen in sein Wesen finden wir wieder den Schlüssel zur Erkenntnis des Göttlichen im Menschen. Wo diese Erkenntnis verschüttet ist, herrschen Gewalt, Macht und Grauen. Dass in so tiefer Finsternis eine Idee zum strahlenden und wärmenden Licht werden kann, durfte ich erleben am lebendigen Rotkreuzimpuls, der die Herzen der Helfer und Helferinnen in Beelzen ergriff und so viel Böses in Gutes zu verwandeln vermochte. Schreibt sie in ihrer Bergen-Belsen-Schrift, aber es galt für alles. Da wird etwas deutlich von einem Mysterium des Zwischen. Im Martin-Buberschen Sinne, man könnte auch sagen von einem Christus-Mysterium. Im Interesse für den Einzelnen und im Erfühlen in sein Wesen finden wir die Schlüssel wieder zur Erkenntnis des Göttlichen im Menschen. Das schreibt sie aber in der offiziellen Rotkreuz-Schrift als Anthroposophin. Das heißt, als ein Mensch, dem die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners so viel geholfen hat. Und wenn diese Erkenntnis verschüttet wird, sagt sie, dann kommt Gewalt, Chaos, Zerstörung. Und diese Rotkreuz-Idee wie ein Licht aus der Finsternis, strahlendes und wärmendes Licht, das war für sie ein Beispiel für die Zukunft. Und ich glaube, das macht das auch so ungeheuer aktuell. Denn was brauchen wir anderes, als auch wieder ein ganz neu gefasstes Vertrauen in die menschliche Begegnung und Beziehung. Sie war nie eine Arlesheimer Krankenschwester, sie blieb in Genf. Aber sie, durch ihre Freundin Madeleine van Deventer, war sie immer öfter in Arlesheim. Und die Arlesheimer Schwestern kannten alle Schwester Annie. Und sie war auch dann dabei, als man die anthroposophische Krankenschwesterausbildung in Arlesheim neu konzipierte. Man besuchte sie auch in Genf in ihrem Büro, eine von uns, aber eben beim Internationalen Roten Kreuz. Und sie trug ganz in sich den Spruch, den Rudolf Steiner ja Ita Wegmann für den inneren Kreis der Schwestern gegeben hat. Ein Spruch, der lange ja nie veröffentlicht war und den man auch nicht einfach abschreiben konnte. Wo man lange so hatte in Arlesheim, dass wenn man merkte bei den jüngeren Schwestern, da ist eine, die
ganz zum inneren Kern strebt, dann konnte sein, dass sie es aufgeschrieben bekam. Inzwischen sind diese Sprüche alle veröffentlicht. Und ich will ihn wirklich auch lesen jetzt an dieser Stelle. Viele kennen ihn vielleicht schon, weil er für eine neue Menschheit steht, möchte ich mal etwas pathetisch sagen. Weil er nicht nur Krankenpflege meint oder vielmehr, wo man eine Ahnung hat, dass in Krankenpflege und in Seelenpflege, wenn wir die Heilpädagogik einbeziehen, eigentlich eine ganz neue Kulturepoche angebrochen ist. Im Herzen wohnt in leuchtender Helle des Menschen Helfersinn. Im Herzen wirket in wärmender Macht des Menschen Liebekraft. So lasset uns tragen der Seele vollen Willen in Herzenswärme und Herzenslicht. So wirken wir das Heil, den Heilbedürftigen, aus Gottes Gnadensinn. Die letzten Jahre lebte Annie Pfirter dann in Arlesheim, kümmerte sich um ihre blinde, kranke Freundin Madeleine van Deventer, ehe sie selbst recht schwer erkrankte an einem Parkinson, den sie sehr tapfer trug. Ein Erlebnis belastete sie bis zuletzt. Es betraf Bergen-Belsen. Darüber sprach sie auch mit Gudrune Wolf-Hoffmann, die es mir erzählten. Und später las ich dann auch den Text dazu. Es war in diesem Lazarett, wo einfach sehr viel Hilfe gebraucht wurde. Und irgendwann reichten die Schweizer Krankenschwestern natürlich nicht mehr und die Englischen. Und man musste, ob man wollte oder nicht, Deutsche beschäftigen, Krankenschwestern und Ärzte. Der innere Widerwille war groß unter den Engländern und unter den Gefangenen, deutsche Hilfe anzufordern. Annie Pfirter beschreibt, wie das eigentlich schrecklich war, wenn dann so ein Arzt beordert wurde dorthin. Niemand gab ihm die Hand, aber sie selber für sie sagte, das war natürlich klar, das war ein Mensch. Und sie hat dieses Gebot der Nichtverbrüderung konsequent ignoriert. Eines Tages sei aber ein neuer Arzt gekommen und ihm hätte sie dann zur Begrüßung die Hand geben wollen, aber dann hat sie ein tiefer Schock gemerkt, sie kann ihm nicht die Hand geben. Hat das ein bisschen vertuscht, mit ihm gesprochen, hat ihn eingestellt, sie war seine Chefin und hat sich sehr, sehr geschämt, einem Menschen nicht die Hand zu geben. Das beschreibt sie als ein fast übersinnliches Erlebnis, oder ein wirklich übersinnliches Erlebnis. Auch die Form dieser Hand, ein Grauen und Kälte. Aber es ist doch ein Mensch und sie nimmt sich vor, am nächsten Tag werde ich ihn demonstrativ so begrüßen, denn dass er deutsch ist, das kann nicht die Qualität hier sein. Aber sie schafft es in all den folgenden Tagen nicht. Und die folgenden Tage sind sehr merkwürdig, weil die Stimmung schlägt um unter ihren Patientinnen, Patienten, unter den Pflegenden. Es kommt eine ungeheure Spannung auf. Und sie will herausfinden, wo diese Spannung herkommt. Und sie wollen nicht sprechen. Aber Annie Pfirter hatte auch einen eisernen Willen, keine Gewaltfrau, aber sie hat das auf den Punkt gebracht. Und irgendwann hat sie die Schwestern so zur Rede gestellt. Und dann hat sie herausgefunden, dass mehrere dieser Gefangenen diesen Arzt wiedererkannt haben aus Auschwitz-Birkenau. Ein Selektionsarzt aus Auschwitz-Birkenau. Und viele von den Patientinnen, wie ja auch die Geschwister Frank, kamen ja von Auschwitz nach Bergen-Belsen. Und dann ist für sie klar, ab einem gewissen Punkt, nachdem das deutlich ist, dass sie natürlich ihn jetzt melden wird, der englischen Oberhoheit. Aber sie zögert, merkwürdigerweise. Ich stand vor der schwersten Entscheidung meines Lebens. Ein Rapport an meine Vorgesetzten würde unweigerlich die Verhaftung des Arztes zur Folge haben. Falls schuldig befunden, würde ihn das Militärgericht zum Tod durch den Strang verurteilen.
War es wirklich meine Pflicht, Anzeige zu erstatten? Wenn ja, würde ich aber auch wenigstens indirekt mitschuldig an seinem Tod werden. Ich wehrte mich innerlich aufs Heftigste dagegen. Andererseits aber war ich verantwortlich für die mir anvertrauten Patienten, die sich fürchteten, vergiftet zu werden. Die hatten keine Medizin mehr genommen von diesem Arzt. Auch wenn diese Furcht sicher unbegründet war, mochte die Verweigerung der verordneten Medikamente ebenfalls schwere Folgen haben. Wenn ich den Arzt schonte, gefährdete ich die Patienten. Warum sollte ich eigentlich den Arzt schonen? Aus Mitleid? Mitleid mit dem Mörder von Tausenden von Menschen? Wenn er jetzt aber stirbt, so sagte ich mir, wird er wenigstens keinen Menschen mehr etwas antun können. Er wird keine neue Schuld mehr auf sich laden. Und einmal wird er doch durch den Tod gehen. Was hielt mich in Wirklichkeit zurück? Meine Pflicht, auch in diesem Falle zu tun. Auf einmal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mitleid hielt mich zurück. Aber nicht Mitleid mit dem angeblichen Massenmörder, sondern entsetzlich mit mir selbst. Ich wollte mich nicht belasten mit einer Schicksalsbeziehung zu ihm. Ich wollte unbeschwert von einer solchen folgenschweren Aufgabe weiterleben. Wie bitter auch diese Selbsterkenntnis sein mochte, sie zeigte mir doch klar den Weg, den ich zu gehen hatte. Sie gab mir auch den Mut, diese Begegnung und ihre Folgen anzunehmen, Ja zu sagen zum Schicksal. Noch am selben Nachmittag erstattete ich Bericht an meine Vorgesetzten. Es war mir noch bestimmt, am folgenden Morgen der Heerespolizei persönlich den Arzt zuführen zu müssen. Die Untersuchung wurde eingeleitet, aber das Urteil des Militärgerichtes war noch ausstehend, als wir im Juni Bergen-Belsen verließen. Ich habe direkt später nie erfahren können, wie es ausgefallen ist. Und dann verging Zeit. 14 Jahre. Dann wird 1959. 14 Jahre nach den Erlebnissen in Belsen verfolgte ich in der Zeitung zwei Prozesse, die sich mit sogenannten Kriegsverbrechern befassten. Auszüge aus ihren Tagebüchern und ihren Lebensläufen wurden publiziert. Es handelte sich um ehemalige Leiter von Konzentrationslagern. Wohl zog bei der Lektüre dieser Tatsachenberichte all das grenzenlose Elend der KZ-Häftlinge noch einmal an mir vorbei. Aber dieser Schmerz von Hunderttausenden von Opfern war vorbei, überstanden. Eine ganz andere Frage drängte sich jetzt auf, das Schicksal der Schuldigen. Wie waren sie überhaupt in die Lage gekommen, ihr Menschentum so zu verlieren? Inwiefern sind wir alle schuldig an ihrem Versagen? Wie werden einmal diese Menschen den Weg finden zur Wiedergutmachung? Wie unendlich schwer werden sie es haben, wenn sie nach ihrem Tod auf ihr letztes Erdenleben zurückblicken? Wie werden sie oder wie wird sich ihr künftiges Erdenkarma gestalten? Sie schreibt noch etwas weiter, ich springe. All die Fragen blieben offen. War es wichtig, dass man dies erkannte? Eines aber war sicher, dass künftig viele Menschen die Kraft aufbringen müssten, ihren schwächeren oder jüngeren Brüdern beizustehen und ihnen helfen, ihre Last zu tragen, vielleicht sogar an ihrer Stelle diese abzunehmen, zu übernehmen. Eines Abends, ich hatte schon das Licht ausgelöscht, lag aber noch ganz wach im Dunkeln, als ich mir zuerst, wie im verschwommenen Bilde, zwei Hände entgegenstreckten und bald wieder verschwanden. Je öfter sich dieses Erlebnis am Abend wiederholte, je schärfer wurde es. Die Gebärde dieser Hände wurde immer ausdrucksvoller. Nach einiger Zeit erkannte ich sie als jene des Stabsarztes K., die mir in Belsen ein solches Grauen eingeflößt hatten. Inzwischen hatten sie sich aber veredelt. Sie wurden immer durchseelter und schöner, von Mal zu Mal auch heller. Etwa 2 Wochen nach dem ersten Erlebnis der sich mir entgegenstreckenden Hände tauchten über diesen schwebend 2 Augen aus dem Dunkel auf. Sie blickten mich an, als hätte der Schmerz selber sie geboren und enthielten eine Frage,
die sie nicht anzusprechen wagten. Demütig formten die Hände eine Bitte: Hilf uns gut zu machen, was wir verschuldet. Erschrocken schraute ich auf sie hin. Kam diese Bitte von einem auf Erden lebenden Menschen oder von einem Toten zu mir? Musste ich jetzt antworten? In jedem Fall würde ich ja erst in einem nächsten Erdenleben die Gelegenheit zur Wiedergutmachung ergeben. Und auch mit der vollsten Bereitschaft, ihnen zu helfen, könnte ja auch ich erst nach meinem Tod und vor dem nächsten Erdenleben einen diesbezüglichen Entschluss fassen. Mit Hilfe von höheren geistigen Wesenheiten würde ich dann auch den richtigen Weg dazu finden. Die Augen schienen meine Gedanken zu lesen, doch sie ließen mich verstehen, dass ein noch im irdischen Leben gefasster Entschluss, auch wenn er sich auf ein künftiges Erdenleben bezieht, eine ganz andere Wirkung habe als ein im nachtodlichen gefasster. Im vorgebotlichen, so belehrten mich die Augen, fasst du Entschlüsse nach rein geistigen Erwägungen. Die Schwierigkeiten, die sich dir daraus für dein Erdenleben ergeben, scheinen dir gering, unwesentlich im Verhältnis zum Ziel. Fassest du aber einen Entschluss, währenddessen noch du noch auf Erden weilst, stellen sich dir vor allem die Auswirkungen dar, die dir für dich selber daraus erwachsen und die du von diesem Gesichtspunkt aus in aller Schwere ahnen kannst. Du sollst im Anblick auf eigenes künftiges Leid entscheiden, ob du meine Bitte erfüllen willst. Sieh, was ich durch meine letzten Taten auf Erden verschuldet habe. Es wird sich eben darin auswirken, dass ich mit kranken Wesensgliedern meine nächsten Erdenleib antreten muss. Die werden aber eher untauglich sein für ein Leben, wie ich es führen möchte, nämlich allen jenen Menschen, denen ich Leid gebracht habe, Gutes zu tun. Ich möchte, so belehrte mich der Blick, nachdem ich jetzt in mir selbst die schmerzliche Wirkung meiner Taten erlebt habe, aus innerster Erfahrung heraus den Weg finden, gegen die Einflüsse, denen ich erlegen bin, auf Erden einzutreten, sie zu bekämpfen. Du erlebtest das Leid, von dem ich sprach, nur im anderen, nicht in mir. Meine innige Bitte an dich: Tausche mit mir deine eigenen Hüllen für das nächste Erdenleben. Augen und Hände verschwanden. Alles in mir wehrte sich gegen die von ihnen vorgeschlagene Zumutung. Nur selten tauchten vor dem Einschlafen in jenen Wochen noch kurz sie vor mir auf. Aber auch dann blieben die Hände stumm. Sie ergaben sich und verzichteten schließlich auf die bittende Gebärde. Dafür fingen sie aber an, von innen her zu leuchten. Aus den Augen aber schaute mich an das ganze Weh der Welt. Ich stand einem abgrundtiefen, verzweifelten Schmerz gegenüber, der sich in ihrem Blick enthüllte. In diese von jedem Trost verlassenen Augen hinein versprach ich, die Bitte zu erfüllen. In einem einzigen, unbeschreiblich schönen Aufleuchten verschwanden sie und zeigten sich nicht wieder. Habe ich mit meinem Versprechen eingegriffen in ein Gebiet, das mir nicht zusteht? So endet dieser Text. Hände überschrieben. Und ihre Ärztin, Frau Dr. Wolf Hoffmann, hat mir erzählt, dass das hat sie bis zuletzt nicht nur beschäftigt, sondern belastet. Sie hat dieses Versprechen gegeben, dieses übersinnliche Versprechen. Und sie wusste nicht, ob sie es hätte tun dürfen und was die Folgen sind. Was für eine Krankenschwester. Und wenn Sie noch einmal zurückdenken, die Erstbegegnung, dem Schicksal ausweichen zu wollen, ihn nicht auszuliefern, damit man nicht die Person ist, die ihn ausgeliefert hat, damit man nicht in eine Schicksalsbeziehung eintritt. Um dann zur Realisierung dieser Schicksalsbeziehung kannst du gar nicht entkommen, du bist schon in ihr und du musst das Schicksal bejahen. Und dann hat sie ihn ja ohne Probleme ausgeliefert.
Aber diese Schicksalsfrage kam wieder auf sie zu, 2 Jahrsiebte später. Und da war jetzt nicht Krankenpflege die Frage, auch nicht Seelsorge, sondern Bereitschaft der Übernahme des Schicksales eines anderen bis zu einem gewissen Ausmaß. Oder sagen wir eine Hilfestellung, sodass der sein Schicksal gewissermaßen abarbeiten kann, aber im Vollbesitz seiner Kräfte. Das geht in sehr hohe oder tiefe Regionen des nachtodlichen und vorgeburtlichen Lebens. Sie wissen, dass Rudolf Steiner einiges dazu gesagt hat, dass es eine Menschheit geben wird in Zukunft, die das Schicksal des anderen zum eigenen macht. Nicht nur das Leid des anderen, sondern vielleicht geradezu sein Schicksal. Und zwar auf Erden, aber eben auch vorgeburtlich. Und dass da ganz neue Kommunionen, Wesensbegegnungen zwischen Menschen stattfinden können. Wir haben ja vielleicht im Bereich einer hochtechnologischen Medizin wie der Transplantationsmedizin durchaus Vorformen von ungeheuren Möglichkeiten organologischer Art, aber sie sind noch nicht seelisch-geistig in den allermeisten Fällen sozusagen, haben das gleiche Schwergewicht. Denn dann ist es ja etwas Ungeheures, wenn ein Mensch die Entscheidung trifft, dass er in gewisser Weise auch ein Opfer für den anderen leistet, aber die kennen sich ja gar nicht. Und es ist ja den Empfängern gar nicht gegeben, den Geber kennenlernen zu dürfen, noch nicht einmal den Namen zu erfahren, obwohl er schon gestorben ist. Also das ist nur ein Beispiel für Entwicklungen, vor denen wir ja auch stehen, aber vielleicht auch in unserer jetzigen Krise ist ja oft die Frage, ja, wie entzieht man sich vor etwas, wo übernimmt man Verantwortung, um welches Schicksal geht es überhaupt? Anni Pförter, ganz zuletzt. Gudrune Wolf-Hoffmann erzählte mir, wie sie starb. Sie war eben dann schwer krank und sie war zusammen, die Ärztin, mit einer Schwester Hildegard Groth am Bett gestanden. Und es war schon eigentlich nahe gekommen an die Stunde, wo die Tür sich öffnet. Aber plötzlich und zur Überraschung beider Frauen sagt Anni oder deutet an, sie möchte aufstehen. Und sie helfen ihr aufzustehen und sie stirbt im Stehen. Die Ärztin sagte mir, das hat sie noch nie erlebt. Ein Mensch, der aufsteht, um zu sterben. Im Stehen geht und nicht im Liegen. Offenen Auges und wachen Herzens, so schreibt Frau Dr. Wolf-Hoffmann, die inzwischen auch schon einige Jahre in dieser Welt des Geistes ist. Diese Schwelle war ihr vertraut, schreibt sie. Und so konnte sie diesen Schritt in innerer Seelensicherheit ichhaft und aufrecht tun. So bei der Kremationsansprache in Basel. Was für ein Weg einer Krankenschwester, so verhüllt im Äußeren, fast, ja, und was für eine geistige Potenz im Rückraum. Und was für Fragen sind damit verbunden, nicht? Ich habe ein paar angedeutet mit der Anthroposophie und dem Roten Kreuz und dem Rosenkreuz, aber wir sind bis in diese Schicksalsregion gekommen, in einem sehr extremen, sehr, sehr schrillen Fall. Es gibt ja Gott sei Dank noch andere Schicksale, die man vielleicht teilweise gemeinsam tragen kann. So ein Auschwitz-Birkenau-Täterschicksal ist ja mit das allerabgründigste, was das 20. Jahrhundert überhaupt zu bieten hat. Und da wurde sie hineingeführt, dieses Kind, was mit 9 Jahren sagt, der Stern und in die Welt und sich eingliedern. Insofern meine ich, dass es eine Biografie ist und Fragen, die berührend und erschütternd sind, aber auch großartig. Und ich finde sehr, sehr aktuell und für mich insofern auch eine Dimension von Medizin und immer Krankenpflege mit gemeint, wo es deutlich ist, es geht eigentlich um Ich-Schicksale, um Ich-Begegnungen, um Ich-Beziehungen, um Aufgaben, die wir haben, auch wenn wir erkranken und wenn wir Erkrankten beistehen. Es geht um Entwicklungsprozesse der Menschheit auf Erden und wir sind in einem großen Zivilisationsumbruch. Das ist ja, glaube ich, allen sehr deutlich in der
Gegenwart, wo die Medizin ein Aspekt ist. Aber eben deswegen habe ich gerne zugesagt gestern auf die Anfrage hin, wenn man sich um heilende Prozesse bemüht und um diese Ich-Dimension, dann ist so ein Schicksal wie das von Anni Pförter, den Überlebenden von Bergen-Belsen und dem Internationalen Roten Kreuz vielleicht doch auch hier an der rechten Stätte. In dieser Zeit, wo wir zwischen Ostern und Pfingsten leben, auf das Pfingsten zugehen, auf die neuen Geistgemeinschaften, die hoffentlich alle immer heilsame Gemeinschaften sind. Ich glaube, da ist das ganz gut im richtigen Zeitorganismus des Jahres. Und eben, es kommt auch der 8. Mai wieder und das deutsche Schicksal. Es ist schön, dass heute Abend einige Menschen gekommen sind, um so eine Geschichte sich anzuhören, möchte ich einmal sagen, die dennoch mehr ist als eine Geschichte. Ich schließe, bevor wir dann wieder in den Rhythmus des Jahres mit dem Wochenspruch kommen, ich schließe noch mit einem anderen Spruch, der noch zu dieser Geschichte gehört, einem Ich- und Lichtspruch, den auch viele von Ihnen sehr gut kennen. Eine Meditation zur Gewinnung des Ich, sagte Rudolf Steiner, als er sie im September 1923 in London zum ersten Mal in einem Vortrag aussprach. Und mit diesem Spruch hat Gerhard Kienle-Herdecke gefunden. Dieser Spruch wurde immer gesprochen in den Vorbereitungstreffen des Gemeinschaftskrankenhauses. Über Jahrzehnte die Suche nach einem Krankenhaus, wo wir anfangen können, immer erklang bei jedem Vereinstreffen dieser Spruch und auch später in Herdecke noch. Insofern ist es für mich auch der Spruch einer Medizin, die mit der vollen Kraft der Invalidität rechnet und eine Medizin, die weiß, dass wir oft von einem ungeheuren Finsternis umgeben sind und auch in der Gegenwart einerseits, wir sehen die physische Not in Indien und in anderen Ländern, aber wir sehen auch die gesellschaftliche Not, die pädagogische Not, die soziale Not in Deutschland und Europa. Wir sind von unglaublich viel Finsternis umgeben. Und doch dieses Pfingstlicht, Ostern, Pfingsten, diese Ich-Spur, diese Golgatha-Linie, die ist tief in uns darin und auch an einem solchen Abend. Und insofern dieses Vertrauen auch, dass dieses Licht leuchtet und dass die Suche nach dem Wesen des Todes bei Anni Pförter ganz viel mit diesem Leuchterlebnis des wahren Ichs zu tun hat. Ich schaue in die Finsternis. In ihr ersteht Licht, lebendes Licht. Wer ist dies Licht in der Finsternis? Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit des Ich tritt nicht ein in mein Erdendasein. Ich bin nur Bild davon. Ich werde es aber wiederfinden, wenn ich guten Willens für den Geist durch des Todes Pforte gegangen. Yeah.